Göttin, Hüterin des Chaos, des Diskords und der Konfusion. Wir sind ein Stamm von Philosophen, Theologen, Magiern, Wissenschaftlern, Künstlern, Clowns und ähnlichen Wahnsinnigen und sind beseelt von dir und deinen Taten. Du bist das Chaos. Du bist der Stoff, aus dem wir unsere Rhythmen gewinnen. Du bist der Geist, der unsere Kinder und Clowns in freudiger Anarchie lachen lässt. Du bist das Chaos. Und du bist gekommen, um uns zu sagen, dass wir frei sind. Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern zu gebären. Und wir werden den Fluch des Graugesichts von uns schütteln und das Kreative über das Zerstörerische siegen lassen. Und niemals werden wir glauben, was wir lesen. Lasst sie nicht das Eschaton immanentisieren. Heil Eris, alles Heil des Korja, Kalisti. Nachdem sich der Applaus gelegt hatte, fragte eine Frau namens Kayechi, ob es nicht respektlos sei, sich in die Angelegenheiten unseres Vaters, der Sonne, einzumischen. Ingerild erwiderte, dass der Mensch Teil der Natur sei und das, was er tut, als natürlich und nicht als Einmischung aufgefasst werden sollte. Da unterbricht ihn Groat voller Zorn und weist darauf hin, dass er selbst, eine wenig ansehnliche Mutation, das Ergebnis eines Einmischens in die Natur darstellt. Er wirft Ingerild vor, dass die Atlanta nicht in der Lage seien, die wahre Natur zu begreifen, noch die Gesetze, von der sie geleitet wird. Er sagt, dass Menschen Gesetzen unterliegen und so auch alle Dinge und Vorgänge in der Natur, dass der Unterschied zwischen dem Menschen und der Natur darin liege, dass der Mensch die Naturgesetze, die ihn leiten, missachten kann. Groat fährt fort. Von der Menschheit können wir so sprechen, wie wir unsere eigenen Maschinen sprechen, nämlich von erwarteter Leistung und erfüllter Leistung. Erfüllt eine Maschine nicht das, was wir von ihr erwarten, versuchen wir, sie zu reparieren. Wir wollen, dass sie tut, was sie tun sollte, was sie tun kann. Ich denke, wir haben die Pflicht und das Recht, dasselbe vom Menschen zu verlangen. Dass er das leisten sollte, was er leisten kann. Ein gealterter und belustigt reinschauender Wissenschaftler namens Luf Gerabt unterbricht ihn. Aber Menschen sind keine Maschinen, Groat. Ganz genau, antwortet Groat. Das habe ich längst in Betracht gezogen. Deswegen habe ich neue Wörter geschaffen. Wörter, die strenger sind als sollen und können. Wenn ein Mensch das leistet, was er soll und kann, dann nenne ich das Gute. Und jede geringere Leistung nenne ich das Böse. Die fremdländische Idee wird mit allgemeinem Gelächter begrüßt. Epimenides, der Kreter, behauptete, alle Kreter lügen. Was hat man davon zu halten? Wenn Epimenides die Wahrheit spricht, so lügt er tatsächlich. Wenn er aber lügt, dann hat er mit seiner Aussage recht. Kurzum,
Wir bleiben in einer seltsamen Schleife hängen. Etwas aussagen zu können, benötigt man eine Metasprache. Um über diese Aussage etwas aussagen zu können, benötigt man eine Metasprache. Aber damit kann man gar nichts aussagen. Der folgende Satz ist falsch. Der vorangegangene Satz ist wahr. Die Gödelisierung besagt, sämtliche Aussagen eines Aktionssystems kann man entweder mit demselben System abbilden, indem man alle Systeme durchnummeriert. Wir stellen also fest, zu jeder Omega-Widerspruchsfreien rekursiven Klasse K von Formeln gibt es rekursive Klassenzeichen R, sodass weder V gen R noch nicht V gen R zu FFG von K gehört, wobei V die freie Variable aus R ist. Oder einfacher gesagt, alle widerspruchsfreien axiomatischen Formulierungen der Zahlentheorie enthalten unentscheidbare Aussagen. Oder noch einfacher gesagt, jedes mathematische System enthält Aussagen, die nicht beweisbar sind. Oder noch einfacher gesagt, nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Wirkung aus ihrem Amt als Gottheit entlassen sind. Stop! Die Begründung lautet grobe Inkompetenz. Stop! Noch ausstehende Zahlungen werden umgehend angewiesen. Stop! Richten Sie bitte alle weiteren Fragen an andere Stellen weiter. Stop! Respektvoll, Theodor Prinz der Tapfere, Hüter der Flamme des Herzens, Haupttempel, Haus der Apostel, der Eris. Definition. Ich stelle sie mir manchmal vor als Disorganisation von Eris-Freaks. Sie ist als Guerilla-Bewusstseinstheater bezeichnet worden.
Episcopus Random Factor, Direktor für Läuterungen der unserer Leute Unterweltbewegung Sekte in Larchmont, bevorzugt der weltgrößte Assoziation von was auch immer es ist, das wir sind. Lady Mel versteht es als Renaissance-Denktank. Fang, der Ungewaschene, würde gar nichts sagen. Du kannst darüber denken, was immer du willst. Ein Episkopus der diskordischen Gesellschaft ist jemand, der die totale Autonomie vorzieht und seine eigene diskordische Sekte gründet, wie die Göttin ihn leitet. Er spricht für sich selbst und jene, die sagen, dass sie mögen, was er sagt. Und die Legion des dynamischen Diskords? Ha! Ein Legionär der diskordischen Gesellschaft ist jemand, der es vorzieht, keine eigene Sekte zu gründen. Wenn du in die diskordische Gesellschaft willst, dann verkünde dir selbst, was du willst. Tu, was du magst und erzähl uns darüber. Oder, wenn du es vorziehst, auch nicht. Es gibt nirgendwo Regeln. Die Göttin herrscht. Waren ohne Form und der Plan war ohne Substanz. Und Dunkelheit war auf den Gesichtern der Arbeiter und sie sagten, das ist alles Scheiße und es stinkt. Und sie gingen zu ihren Aufsehern und sagten, das ist ein großer Haufen Mist und wir können mit dem Gestank nicht leben. Und die Aufseher gingen zu ihren Leitern und sagten, es ist eine Ladung von Exkrementen und es riecht sehr stark und niemand kann es ertragen. Und die Leiter gingen zu ihren Direktoren und sagten, es ist wie eine Ladung von dünnen Mitteln und keiner kann seine Strenge ertragen. Und die Direktoren sprachen unter sich und sagten, es enthält wohl das, was Blumenwachstum anregt. Und es ist sehr mächtig. Und die Direktoren gingen zum Präsidenten und sagten, dieser neue Plan wird aktiv das Wachstum und die Kraft unserer Firma fördern mit sehr wirkungsvollen Effekten. Und der Präsident sah auf den Plan und er sah, dass er gut war. Und der Plan
wurde die Vorgabe und schon war die Kacke am Dampfen. Das Bewusstsein deines Nachbarn, deiner Nachbarin nicht ändern gegen seinen, ihren Willen. Regel 2. Du sollst deinen Nachbarn, deine Nachbarin nicht daran hindern, sein, ihr eigenes Bewusstsein zu verändern. Im Jahre 1166 vor der Zeit kam ein unzufriedenen Buckelkopf mit Namen Graugesicht in den Sinn, dass das Universum so humorlos wie er selber sei, und er begann zu lehren, dass Spielen sündig sei, weil es den Wegen der ernsthaften Ordnung widersprach. Schau auf all die Ordnung um dich herum, sagte er. Und von da an verleitete er ehrbare Menschen zu glauben, dass Realität eine Zwangsjackengeschichte wäre und nicht die fröhliche Romanze, als die die Menschen sie gekannt haben. Es wird gegenwärtig noch nicht verstanden, warum die Menschen jener speziellen Zeit so leichtgläubig waren, sodass absolut niemand daran dachte, all die Unordnung um sie herum wahrzunehmen und das Gegenteil annahm. Wie auch immer, Graugesicht und seine Anhänger nahmen das Spiel, das Leben zu spielen, ernster als das Leben selbst und waren bekannt dafür, andere Lebewesen zu zerstören, deren Lebensstile verschieden von den ihren waren. Das verhängnisvolle Ergebnis davon ist, dass die Menschheit seitdem an einer psychischen und spirituellen Unausgeglichenheit leidet. Unausgeglichenheit verursacht Frustrationen und Frust verursacht Angst und Angst macht einen schlechten Trip. Die Menschen sind auf einem schlechten Trip schon seit langer Zeit. Dies wird der Fluch des Graugesichts genannt. Diese Rede kann nicht nur über Schallwellen, sondern auch telepathisch empfangen werden. Was ist Fnord? Was ist Fnord? Fnord ist verdampfter Kräutertee ohne die Kräuter. Fnord ist weder ein Partikel noch eine Welle. Fnord ist die kleinste Zahl, größer 0. Fnord ist das Pfeifen in deinen Ohren.
Knorrt es den Klang einer einzelnen klatschenden Hand. Knorrt es den Grund, warum Ärzte wollen, dass du hustest. Knorrt ist der kleine runde Stein in deinem Schuh. Knorrt ist der Ort, wohin die Socken nach der Wäsche verschwinden. Knorrt ist der unbenutzte Münzeinwurf am Spielautomaten. Knorrt ist die Farbe, die nur die Blinden sehen können. Knorrt ist der Eimer, wo sie die unbenutzten Serifen von Helvetica lagern. Knorrt ist die leeren Seiten am Ende deines Buches. Knorrt ist das Echo der Stille. Knorrt ist das Gefühl im Kopf, wenn du die Luft zu lange anhältst. Knorrt ist das Gerät der Zahnärzte für schwierige Patienten. Knorrt ist die Seriennummer auf deiner Cornflakes-Packung. Knorrt ist die Verkaufssteuer auf die Freude. Knorrt ist der Raum zwischen den Pixeln auf deinem Bildschirm. Knorrt. Knorrt ist die Quelle aller Nullbits in deinem Computer. Knorrt ist der Grund, warum Lisp so viele Klammern hat. Knorrt ist die Pikosekunde, bevor du die Löschtaste in dem falschen Dokument drückst. Knorrt ist das pelzige Gefühl auf deinen Zähnen am Morgen. Knorrt ist der Ort, wo sich die Busse verstecken in der Nacht. Knorrt ist, warum du nachts an der roten Ampel stehst. Knorrt ist morgens spät und abends früh. Knorrt ist die Angst und ist die Erleichterung und ist die Angst. Knorrt schläft nie. Der aus beidem, dem Kreativen und dem Destruktiven zusammengesetzt ist. Aber das Kreative dem Destruktiven vorzuziehen, ist ein vollständig kreativer Trip, der aus beidem, der Ordnung und der Unordnung zusammengesetzt ist. Und schrieb Kalisti,
für die Allerschönste. Darauf und am Tag des Festes rollte sie diesen in den Bankettsaal und dann verschwand sie, um alleine zu sein und genüsslich einen Hotdog zu verspeisen. Nun, drei von den eingeladenen Göttinnen, Athene, Hera und Aphrodite, beanspruchten ihn aufgrund der Inschrift selbstverständlich sofort für sich. Und sie begannen zu kämpfen und schmissen alles Mögliche durch die Gegend und alles Mögliche. Schließlich beruhigte Zeus die Dinge und verkündete, dass ein Schiedsrichter ausgesucht werden müsste, was ein vernünftiger Vorschlag schien, dem alle zustimmten. Er sandte sie zu einem Schafhirten von Troja, dessen Name Paris war, weil seine Mutter viele Gallier gehabt und einen Franzosen geheiratet hatte. Aber jede der heimtückischen Göttinnen versuchte, die andere zu überlisten, indem sie sich beeilte und Paris ein Bestechungsgeschenk anbot. Athena bot ihm heldenhafte Siege an, Hera große Reichtümer und Aphrodite versprach ihm die schönste Frau der Welt. Weil er nun ein gesunder junger trojanischer Bursche war, akzeptierte Paris prompt Aphrodites Angebot und sie bekam den Apfel und er war glückstrunken. So wie sie es versprochen hatte, beeinflusste sie die irdischen Dinge, dass Paris die Helena haben konnte, die damals mit ihrem Ehemann Menelaos, dem König von Sparta, lebte. Wie auch immer. Jeder weiß, dass der Trojanische Krieg folgte, als Sparta seine Königin zurückverlangte. Und erzählt wird, es sei der erste Krieg zwischen Menschen gewesen. Und so leiden wir wegen der ursprünglichen Zurückweisung. Und deshalb verspeist ein Discordia keine Hotdog-Brötchen. Glaubst du das? Durch private Gruppen. Der Zins ist der Sohn der Pacht, der auf dem Münzprägungsmonopol beruhende Pachtzins für Geld. Auf dem freien Markt würde der Wettbewerb die Preise auf das ungefähre Niveau der Kosten heruntertreiben. Im Monopolkapitalismus entspricht der Preis immer zumindest den Kosten plus Besteuerung plus Pachtzins plus Zinsen. Monopolkapitalismus ist kein freier Markt. Benutzen Sie diesen Brief nicht als Toilettenpapier. Orden des Titanen, Haus der Apostel der Eris. Bewahren Sie diesen Brief auf, er ist ein wichtiges Zeitdokument. Sehr geehrter Herr, es ist uns kürzlich zu Ohren gekommen, dass Sie in Ihrer Eigenschaft als Minister des Inneren dieses Staates in einer öffentlichen Veranstaltung in unverhüllter Offenheit gesagt haben, dass Menschen, die sich in ihrem Auto über unsere Autobahn bewegen, jederzeit überwacht werden müssten, da sie ja ganz offensichtlich alle potenzieller Verbrecher seien.
In unserer Eigenschaft als Hohepriester des Haupttempels des Hauses der Apostel der Eres beglückwünschen wir Sie für Ihre Unterstützung bei der Wiedereinführung des wahren Bildungssystems dieses Landes in seine rechtmäßige Position als Objekt des Neids und der Unterdrückung anderer, folglich niederer Bildungssysteme. Sie werden hiermit zum 5-Sterne-General des Büros der Abteilung des Departements des Ordens der Ritter des fünfwandigen Schlosses Quixote Cabale ernannt und bevollmächtigt, Ihre Freunde und Nachbarn zu bombardieren. Sollten Sie irgendwelche Antworten haben, so werden wir Ihnen ausführlichst detaillierte Fragen zukommen lassen. Im Namen Lavanchas, Theodor Prinz, Hohepriester, Haupttempel, Heil Eres, alles Heil des Cordia, Callisti. Realitätsabgleich. Tamagotchi-Küken müssen am Sabbat hungern. Denn virtuelle Tiere dürfen am Sabbat nicht gefüttert werden. Das sagte der ultraorthodoxe israelische Rabbi Shmuel Alaho. Anlass dieser Entscheidung war der Fall eines Jugendlichen aus Safid, der sich darüber beschwerte, dass ein virtuelles Tier jede Woche aus Mangel an Zuwendung am Wochenende eingeht. Echte Tiere erhalten im Übrigen auch weiterhin ihre Nahrung, auch am Sabbat. Der Fluch des Trutans funktioniert. Er basiert auf der Tatsache, dass Graugesicht und seine Anhänger für ihr Wirken unbedingt einen aneristischen Hintergrund brauchen und dass es ein zeitweises Einwirken von eristischen Vibrationen ihre Grundlage neutralisiert. Der Fluch ist ausschließlich dazu gedacht, negativen aneristischen Schwingungen entgegenzuwirken. Wenn er in eine positive aneristische Umgebung, so wenn ein dichter Wortrhythmen in die Bildung eingeführt wird, erweist er sich als harmlos oder schlimmstenfalls einfach als lästig. Er ist nicht dazu gedacht, gegen negative iristische Schwingungen verwendet zu werden, obwohl er als iristisches Hilfsmittel zur Einführung von positiven Schwingungen in irregeleitete iristische Umgebungen angewandt werden kann. In diesem Fall ist es in der Verantwortung des iristischen Magiers, die positiven Vibrationen zu erzeugen, wenn Ergebnisse erzielt werden sollen. Achtung! Alle Magie ist machtvoll und erfordert Courage und Integrität auf Seiten des Magiers. Dieses Ritual kann zurückschlagen, wenn es missbraucht wird. Eine positive Einstellung ist wesentlich als Selbstschutz. Spinne ich. Aber das heißt nicht, dass ich mich irre. Ich bin verrückt, aber nicht krank. Und vergesst niemals, King Kong starb für unsere Sünden. Sie sofort
ohne sie zu lesen. Es handelt sich hierbei um den bislang gefährlichsten E-Mail-Virus. Er wird Ihre Festplatte formatieren. Und nicht nur die, sondern auch alle Disketten, die in der Nähe Ihres PCs liegen. Er wird das Thermostat Ihres Kühlschranks so einstellen, dass Ihre Eisvorräte schmelzen und die Milch sauer wird. Er wird die Magnetstreifen auf Ihren Kreditkarten entmagnetisieren, die Geheimnummer Ihrer EC-Karte umprogrammieren, die Spurlage Ihres Videorekorders verstellen und Subraumschwingungen dazu zu verwenden, jede CD, die Sie sich anhören, zu zerkratzen. Er wird Ihrem Ex-Freund, Ihrer Ex-Freundin, Ihre neue Telefonnummer mitteilen. Er wird Frostschutzmittel in Ihr Aquarium schütten. Er wird all Ihr Bier austrinken und Ihre schmutzigen Socken auf dem Wohnzimmertisch platzieren, wenn Sie Besuch bekommen. Er wird Ihre Autoschlüssel verstecken, wenn Sie verschlafen haben und Ihr Autoradio stören, damit Sie im Stau nur statisches Rauschen hören. Er wird Ihr Shampoo mit Zahnpasta und Ihre Zahnpasta mit Schuhcreme vertauschen, während er sich mit Ihrem Freund, Ihrer Freundin hinter Ihrem Rücken trifft und die gemeinsame Nacht im Hotel auf Ihre Kreditkarte bucht. Bad Times verursacht juckende Hautrötungen. Er wird den Toilettendeckel oben lassen und den Föhn gefährlich nah an eine gefüllte Badewanne platzieren. Er ist hinterhältig und subtil. Er ist gefährlich und schrecklich. Er ist außerdem leicht violett. Dies sind nur einige der Auswirkungen. Seien Sie vorsichtig. Seien Sie sehr, sehr vorsichtig. Von Baskerville, was wollt ihr eigentlich? Baskerville antwortet: Ich will das griechische Buch. Ich will das griechische Buch, von dem ihr sagt, dass es nie geschrieben wurde. Ein Buch, das sich ausschließlich mit der Komödie beschäftigt, die ihr ebenso hasst wie das Lachen. Dabei handelt es sich um wahrscheinlich das einzige erhaltene Exemplar des zweiten Buchs der Poetik des Aristoteles. Es gibt so viele Bücher, die von der Komödie behandeln. Warum ist gerade dieses Buch so gefährlich? Und der Abt antwortet, weil es von Aristoteles ist. Aber was ist so beunruhigend daran, wenn Menschen lachen? Der Abt wendet sich ihm zu und sagt, lachen? Lachen tötet die Furcht. Und ohne Furcht kann es keinen Glauben geben. Wer aber keine Furcht vor dem Teufel hat, der braucht keinen Glauben mehr. Dazu. Das Chaos, das du unter LSD erfährst, ist keine Illusion. Die ordentliche Welt, die du dir einbildest zu erfahren unter künstlichen und giftigen Kost, die die Illuminaten den zivilisierten Nationen aufzwangen, ist die wahre Illusion.
danke fürs Kommen und danke fürs Zuhören. Und noch viel Spaß.